Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch was über die Wortart Pronomen erzählen. Pronomen sind Fürwörter. Sie heißen deswegen Fürwörter, weil wir sie für ein Nomen, also anstelle eines Nomens, oder in Bezug auf eine bestimmte Sache verwenden. Die Pronomen gehören zu den flektierbaren Wortarten. Das heißt, sie passen sich in Genus, Numerus und Kasus ihrem Nomen oder ihrer Sache an. Pronomen sind unterteilt in verschiedene Arten. Es gibt Personalpronomen, Interrogativpronomen oder auch Relativpronomen. Ich erzähle dir jetzt noch genau, was für Pronomen das sind und wie wir sie verwenden. Die Personalpronomen beziehen sich immer auf bestimmte Sachen oder zeigen diese an. Personalpronomen sind zum Beispiel ich, du, ihr und natürlich viele weitere. Die Reflexivpronomen sind eine Unterart der Personalpronomen. Die Reflexivpronomen heißen immer dann Reflexivpronomen, wenn sich ein Personalpronomen rückbezüglich bezieht. Also wir verwenden sozusagen ein Personalpronomen und es bezieht sich rückwirkend auf eine vorhergenannte Sache, dann ist es in Wirklichkeit ein Reflexivpronomen. Deswegen haben die Reflexivpronomen auch keine extra Form. Außer in der dritten Person Singular, also da wäre ein Personalpronomen er, sie, es. Da lauten die Reflexivpronomen sich. Sonst sind Personal- und Reflexivpronomen von der Form her genau gleich. Die Possessivpronomen sind die besitzanzeigenden Fürwörter. Sie zeigen also an, wem etwas gehört oder zu wem etwas gehört. Possessivpronomen sind zum Beispiel deiner oder ihr. Dann gibt es noch die Interrogativpronomen. Das sind die Fragepronomen. Fragepronomen gibt es nur zwei Stück, und zwar wer und was. Anders als bei allen anderen Pronomen spielt hier nicht der Genus, also das grammatikalische Geschlecht, eine Rolle, sondern es entscheidet sich, ob wir mit wer oder was fragen, mit der Frage unbelebt oder belebt. Ist etwas belebt, fragen wir mit wer, und ist etwas unbelebt, fragen wir mit was. Dann gibt es die Indefinitpronomen, das sind die unbestimmten Fürwörter, zum Beispiel niemand oder jemand. Die Demonstrativpronomen sind die zeigenden Fürwörter. Genau, Fürwörter. Diese sind zum Beispiel dieser oder der. Dann gibt es noch die Relativpronomen. Die Relativpronomen haben keine eigene Form, sondern alle diese Pronomen können auch als Relativpronomen fungieren. Und zwar immer genau dann, wenn eines dieser Pronomen einen Relativsatz einleitet. Also einen Satz, der einen Teil des Hauptsatzes näher bestimmt. Immer das ist ein Relativsatz. Also zum Beispiel der Ball, der um die Ecke rollt, der ist eigentlich ein Demonstrativpronomen. Es leitet in diesem Fall aber einen Relativsatz ein. Deswegen ist es ein Relativpronomen. Das heißt, Relativpronomen leiten Relativsätze ein. Viele weitere Beispiele und Formen findet ihr im Text und in den anderen Texten gibt es noch mehrere Informationen zu Personalpronomen, Possessivpronomen und Indefinitpronomen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.